Hallo Liesen und willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute geht es um einen BB-Cream-Tipp und zwar geht es um die BB-Cream von Clinique. Diese Größe hatte ich letztens bei meiner Bestellung dabei, die hatte ich mir ausgesucht und ich bin wirklich so begeistert von dieser BB-Cream, dass ich euch sie unbedingt vorstellen muss und will, obwohl ich eigentlich ja nicht so der größte Clinique-Fan bin, so weil die Inhaltsstoffe auch nicht so bombastisch sind, aber die Wirkung oder beziehungsweise der Effekt von dieser BB-Cream überzeugt mich einfach so sehr, dass ich euch dazu ein Video drehen will. Ich zeige euch die auch gleich aufgetragen, also ich trage die gleich mit euch zusammen auf, wollte euch aber noch kurz was zur Creme sagen. Und zwar nennt die sich Clinique Anti-Blemish Solution BB-Cream und die hat einen Lichtschutzfaktor von 40, ist extra für ja, ölige und zu Akne neigende Haut und auch zu Unreinheiten neigende Haut, was ja meine Gesichtshaut absolut entspricht. Gott, ich muss, glaube ich, ein bisschen langsamer reden. Ich lese euch mal kurz vor, was Clinique hierzu sagt. BB-Creams sind die Alleskönner in der Kosmetik. Die Anti-Blemish Solution BB-Cream SPF 40 ist das ultimative Beauty-Produkt für die ölige und zu Akne neigende Haut. Eine leichte getönte Creme, die das Hautbild perfektioniert. Sie bietet einen hohen Sonnenschutz und deckt Hautunreinheiten ab. Sonnenschutz ist essentiell, um mögliche Aknenarben zu schützen und nicht noch zu verschlimmern. Die Haut wirkt sofort frisch, das Hautbild wirkt optimiert und die Poren verkleinert. Hautunreinheiten werden abgedeckt und die Haut erhält durch lichtreflektierende Partikel, Mika und Titandioxid mehr Ausstrahlung und ein ebenmäßiges Bild. Kieselerde kontrolliert den Ölglanz der Haut. Die BB-Cream verfügt über eine mittlere Deckkraft und schenkt der Haut ein langanhaltendes, natürliches, mattes Finish. Sie ist ölfrei, nicht komedogen, augenärztlich getestet und für die Hauttypen 3 und 4 geeignet. Ja, und es gibt halt drei Farben. Es gibt Light, Medium Light und Medium. Und ich habe hier Gott sei Dank die Probe Medium bekommen, Light bekommen, Medium wäre mir viel zu dunkel. Nein, ich habe Gott sei Dank die Probe in Light bekommen, was ich super gut finde, weil die Farbe einfach ideal passt. Sie ist wirklich richtig schön hell, beziehungsweise passt sich der Haut dann auch einfach fantastisch an. Und hier sind 10 Milliliter drin, was wirklich sehr, sehr großzügig ist für so eine Probe. Das Originalprodukt enthält nämlich 30 Milliliter, das heißt, die Probe entspricht schon einem Drittel und damit werde ich auf jeden Fall ein bisschen hinkommen. Und ist für mich ein definitives Nachkaufprodukt, kostet leider 29,95, was ja nicht so günstig ist, aber es ist wirklich bisher die beste BB-Cream, die ich ausprobiert habe und ich habe schon einige ausprobiert, auch aus Korea und aus der Drogerie sowieso, mit denen war ich total unzufrieden, weil die aus der Drogerie immer zu dunkel sind oder Schlieren ziehen, gerade die von Rival de Loup und Co., die ziehen bei mir immer Schlieren, so Streifen, ziehen nicht ein, setzen sich ab und sind einfach absolut ätzend und das ist wirklich die erste BB-Cream, von der ich unglaublich begeistert bin. Sie ist sehr, sehr flüssig. Also ihr hört das schon. Wirklich so richtig wässrig irgendwie. Und ich zeige euch mal den Farbton. Also muss man echt ein bisschen aufpassen, weil die wirklich sehr, sehr flüssig ist. Ja, das ist die Farbe. Sieht jetzt auf meiner Hand natürlich ein bisschen dunkel aus. Aber wenn man die dann verteilt, guck mal, jetzt sieht man schon ein bisschen, dass die wirklich dann heller wird. Und mein Gesicht ist ja sowieso auch ein bisschen dunkler als meine Hand sozusagen. Von daher ist der Farbton sehr, sehr gut und er passt sich auch einfach wirklich, wirklich gut der Haut an. Und ja, ich mag das total gerne. Der Duft ist irgendwie so typisch klinikmäßig, also so leicht chemisch. Jetzt nicht so angenehm, aber auf jeden Fall in Ordnung. Sie hinterlässt auf jeden Fall auch gleich ein mattiertes Hautbild und man bräuchte nicht abpudern. Ich habe mich gestern ein bisschen geärgert, dass ich doch noch abgepudert habe, weil ich finde, nach dem Abpudern war einfach das Hautbild nicht mehr so natürlich. Ich finde, wenn man diese BB-Cream alleine trägt, wirkt es wirklich sehr, sehr natürlich. Sie setzt sich bei mir nicht in den Poren ab und ich habe ja hier so ziemlich vergrößerte Poren. Sie setzt sich bei mir nicht ab und die Haut sieht einfach wirklich natürlich aus. Durch das Puder sah es dann einfach nicht mehr so schön aus. Und ich werde jetzt wahrscheinlich, wenn ich sie dann aufgetragen habe, unabgepudert einfach im Gesicht tragen, beziehungsweise nur die Stellen abpudern, auf denen ich nochmal Concealer trage. Weil die wirklich ansonsten schon sehr, sehr gut mattiert. Die Deckkraft finde ich auch sehr gut. Also sie ist wirklich mittel. Sie deckt gut Hautunreinheiten und Rötungen ab, aber eben nicht zu sehr. Also nicht so, dass man irgendwie maskenhaft aussieht. Sie lässt sich aufgrund dieser ganz, ganz dünnflüssigen Textur wirklich gut verteilen. Ist sehr ergiebig. Und ja, ich würde sagen, wir tragen die jetzt einfach mal zusammen auf, damit ihr das mal in meinem Gesicht seht. So, hier drüben steht mein Spiegel. Also wundert euch nicht, wenn ich jetzt hier so rüber gucke, weil ich sonst einfach mal nichts sehen kann. So, ich hoffe, man kann ein bisschen was erkennen. Meine Gesichtshaut ist irgendwie auch viel, viel dunkler als zum Beispiel mein Hals. Das ist irgendwie ein bisschen
Blöd. Aber ist ja auch klar, das Gesicht ist ja viel eher der Sonne ausgesetzt als irgendwie der Hals und sowas. So, also das ist jetzt die noch nicht aufgetragene Seite. Und das ist die aufgetragene Seite. Ich weiß echt nicht, ob man hier was erkennen kann über die Kamera. Naja. Sie wird doch wie so ein bisschen pudrig, finde ich. Ja, seht ihr, ich habe hier auch einige Unreinheiten zurzeit. Oh, die Stirn. Und so lässt sich wirklich gut verteilen. Zieht sehr, sehr schnell ein auch. Also wirklich, sobald man die aufträgt, ist die quasi schon fast wieder eingezogen. Mach ich mal hier noch ein bisschen hin. Finde ich auch gut, dass sie augenärztlich getestet ist. Also ich meine, ich mache zwar sowieso alle Foundations auch mit über die Augen, aber ist ja ganz gut, wenn das getestet wurde und man da Bescheid weiß. So, hier seht ihr jetzt nochmal die Haut aus der Nähe. Also ihr seht gerade hier so, hier sind ja meine großen Poren, dass sich hier wirklich nichts absetzt, dass man hier keine Schlieren sieht. Hier ist es relativ gut abgedeckt. Klar, hier ist noch eine rote Stelle, die ist aber auch relativ frisch, die muss ich nochmal concealen dann. Aber ansonsten, so die gröbsten Unreinheiten deckt diese BB-Cream wirklich sehr, sehr gut ab. Hier sieht man auch noch ein paar Rötungen, aber ja, das ist halt normal. Aber ich finde es halt wirklich sehr, sehr gut, dass sich hier einfach mal gar nichts absetzt in den Poren. Auch hier auf der Stirn. Ich habe meistens hier so das Problem, also überall, wo hier so ein paar Härchen sind, auch hier am Mund, dass sich da immer Foundations und BB-Creams voll absetzen. Und das ist halt bei der echt nicht der Fall. Und ich finde, die macht wirklich ein sehr gutes Hautbild. Ja, so sieht meine Haut jetzt aus. Also hier glänze ich, wobei, nee, das sieht eigentlich nur in der Kamera so aus. Wenn ich in den Spiegel gucke, sieht das gar nicht glänzend aus. Also eigentlich wirkt die Haut schon relativ gut mattiert und aber noch so ein bisschen eben das auf der Stirn, was so ein bisschen glänzend aussieht, ist mehr so ein, ja, so ein gesunder Hautglanz, dieses Glowy Finish, wie man so sagt, so schön, schön blöd. Ja, das ist halt so das Ergebnis von dieser BB-Cream, von der ich einfach wirklich begeistert bin. Wo habe ich jetzt eigentlich den Deckel hingetan? Also das Ergebnis ist für mich wirklich sehr, sehr, sehr gut. Auch die Übergänge zum Hals, wobei mein Hals wirklich viel heller, also ein ganzes, also bestimmt zwei Nuancen heller ist als meine Gesichtshaut. Es geht aber, man sieht es eigentlich wenig, finde ich. Und man kann es halt noch ein bisschen zum Hals hin verstreichen. Aber so an sich, wenn ihr so hell seid wie ich, ist das wirklich eine sehr schöne, helle BB-Cream. Und ja, ich bin auf jeden Fall begeistert davon, auch von ja, der Haltbarkeit. Sie hält wirklich den ganzen Tag sehr, sehr gut, ohne irgendwie zu verrutschen, ohne sich abzusetzen. Sie hält auch Schwitzen gut aus. Also nach dem Fahrradfahren, wenn ich morgens zur Arbeit fahre, da sitzt dann alles noch. Und nach einem Tag 9 Stunden arbeiten ist sie auch noch picobello und dort, wo sie sein soll. Und ja, ich finde die wirklich richtig, richtig gut und werde die mir definitiv nachkaufen, wenn diese Probe alle geht. Und freue mich einfach, dass ich jetzt wirklich mal so ein gutes ja, Grundierungs- und Tintenprodukt gefunden habe, mit dem ich wirklich so zufrieden bin. Gerade auch so dann im Sommer, wenn man einfach nicht so krass dicke Foundation tragen möchte. Zum Beispiel habe ich mir auch die hier gekauft, zu der kommt auch noch eine Review von Manhattan. Die finde ich auch gut, aber die ist wirklich in der Textur einfach so sticky, so fest und ah, ich weiß nicht, einfach so zähflüssig, dass ich die zum Beispiel im Sommer gar nicht tragen wollen würde. Und einfach diese BB-Cream so schön leicht ist, dass man sie eben auch an warmen Tagen, glaube ich, sehr, sehr gut tragen kann. Man merkt auch überhaupt nicht, dass irgendwas im Gesicht ist. Also es ist nicht dieses zugeklatscht Gefühl, was man oft bei Silikon-Foundations und sowas hat. Fühlt sich einfach absolut natürlich an, als hätte man nichts im Gesicht, außer vielleicht, weiß ich nicht, ein bisschen Creme oder so. Wobei, nee, es fühlt sich auch nicht nach Creme an. Eigentlich merkt man wirklich nicht, dass irgendwas auf der Haut liegt. Und deswegen finde ich die einfach richtig, richtig gut und kann ich nur empfehlen, die euch mal anzugucken. Also die gibt es eben bei Clinique Online, aber auch bei Douglas und ihr könnt ja auch direkt einfach mal an den Counter und gucken, auch nach den Farben, wie die zu euch passen. Bräuninger hat Clinique, Karstadt hat Clinique,
dann halt direkt die Douglas, also viele Douglas-Filialen und ja, ich weiß gar nicht, wo es noch Klinik gibt, aber es in vielen großen Kaufhäusern sind ja auf jeden Fall Counter und ich glaube, da könnt ihr die euch auch direkt vor Ort angucken. Wie gesagt, Preis für 30 Milliliter sind 29,95, aber sie ist halt sehr ergiebig, weil diese dünnflüssige Textur einfach dafür sorgt, dass man das sehr schnell und sehr gut verblenden kann und gar nicht viel braucht. Und ich benutze ja sowieso keine Pinsel, weil mich das bei Pinseln total stört, dass sie einfach immer so viel Produkt aufsaugen, ohne dass es überhaupt ins Gesicht kommt. Ich mache das immer mit den Fingern, da hat man, also dann ist man einfach viel, viel sparsamer bei solchen Grundierungsprodukten. Und ja, deswegen ist sie mir den Preis auf jeden Fall wert. Ich bin natürlich gespannt, auch weil die ja, wie gesagt, gegen Unreinheiten und ölige Haut sein soll, ob die da irgendwas macht, ob die meiner Haut da irgendwie Vorteile bringt, weil ich ja zu unreiner Haut neige. Und ja, aber sie ist ja, wie gesagt, nicht komedogen, das heißt, sie verstopft die Poren nicht und begünstigt eben diese Unreinheiten nicht. Und das finde ich auf jeden Fall super gut. Und ich glaube, das ist auch echt so ein ja, Foundation-Produkt bzw. BB-Cream-Produkt, bei dem ich dann auf jeden Fall bleiben werde. Und für mich Nachkauffavorit. Ich kann euch nur empfehlen, sie mal anzugucken, auch wenn der Preis ein bisschen teurer ist als normalerweise die Produkte, die ich euch zeige. Aber ja, die ist es mir einfach wert. Und deswegen, ja, meine Meinung dazu. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und wir sehen uns im nächsten. Bis dann! Das sah aber sehr sexuell aus. Ey, das macht man doch so, um das abzudingsen. Ich weiß. So, bin ich schön? Ich bin schön, oder? Ich bin unglaublich schön. Also, wenn das nicht nuttig aussieht, dann weiß ich auch nicht. Ach.